Hallo, willkommen bei Oshim. Heute beschreiben wir euch die drei Begriffe aromantisch, asexuell und agender. Viel Spaß. Stolz. Genau, heute geht es um das Thema Aromantik. Ich persönlich habe damit keine Erfahrung und ich kenne, wenn überhaupt, eine Person, aber da müsste ich nochmal nachfragen, die selbst von sich behauptet, sie ist aromantisch. Ich kenne tatsächlich, dafür kenne ich zwei Personen, die asexuell sind. Das wird dann noch entweder in einem anderen Video oder in einem anderen Clip dann nachher noch direkt gezeigt. Genau, Aromantik kann man sagen, das Wort oder die Vorsilbe A steht für nicht oder keine, und romantisch ist eben die romantische Beziehung. In dem Fall heißt das dann so viel wie keine romantische Beziehung. Keine romantische Beziehung, genau. Heißt so viel wie, ist eher was auf was Platonisches aus, kann oft auch mit Asexualität einhergehen, muss aber eben nicht sein. Also es kann auch völlig unabhängig davon sein. Asexualität beschreibt die Abwesenheit bzw. nur das nur Vorhandensein von sexuellen Reizen. Sie ist das Gegenteil von Anosexualität, der Fähigkeit, sich von anderen sexuell angezogen fühlen zu können, und ein Überbegriff für verschiedene Identitäten, vor allem Grau-Asexualität und Demisexualität. Grau-Asexuelle können nur eine schwache sexuelle Anziehung zu anderen spüren, Demisexuelle können sich nur dann von anderen sexuell angezogen fühlen, wenn sie mit denjenigen eine starke emotionale Bindung aufgebaut haben. Asexuelle können durchaus eine Libido haben und romantische Anziehung fühlen, das ist bei jedem unterschiedlich. Asexualität ist nicht mit Zölibat oder Abstinenz gleichzusetzen. Viele Asexuelle haben aus unterschiedlichen Gründen durchaus Sex. Asexualität kann durch seine Flagge repräsentiert werden. Das sind vier waagerechte Streifen, schwarz, grau, weiß, lila. Und schwarz repräsentiert Asexualität, grau, grau und Demisexualität, weiß, alle sexuelle Partner und Allies und violett die Gemeinschaft. Manche Asexuelle tragen den X-Ring, einen schwarzen Ring am rechten Mittelfinger. Ironischerweise steht der Schwarze an allen anderen Fingern dafür, dass man ein Zwinger ist, was ja das Gegenteil ist. Ich erkläre euch heute den Begriff Agender. Ähnlich wie Mick mit Asexualität bin ich selbst nicht Agender und habe meine Infos hauptsächlich von Freunden und aus dem Internet. Die Links zu meinen Quellen und die zu den Quellen der anderen beiden Videos, die ihr gerade gesehen habt, werde ich in der Infobox verlinken. Agender setzt sich ähnlich wie asexuell und aromantisch aus der Vorsilbe A und dem Wort Gender dann eben zusammen, was so viel heißt wie kein Gender, ohne Gender. Kein Geschlecht ohne Geschlecht. Leute, die sich als Agender identifizieren oder Agender sind, sagen von sich, dass sie keine Geschlechtsidentität fühlen. Manchmal wird Agender als Part von Non-Binary bezeichnet, was allerdings von vielen auch als falsch angesehen wird, weil Non-Binary eben eine Geschlechtsidentität beschreibt, die abseits des binären Geschlechtersystems ist. Allerdings Agender ist ja eine Geschlechtsidentität ohne Geschlechtsidentität. Und deshalb also nicht mal außerhalb vom binären System, sondern einfach komplett nicht existent. Das fühlt sich für jeden anders an. Und wenn ihr denkt, ihr könntet agender, asexuell oder aromantisch sein, rate ich euch auf jeden Fall, euch die Links anzugucken, die wir unten reingeschickt haben, euch mit Freunden oder Bekannten zu unterhalten, die eben agender, asexuell oder aromantisch sind, und vielleicht auch einige Foren zu durchsuchen. Und wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt, könnt ihr die uns natürlich auch stellen. Also, Zukunft ist auch die Martin, das Outro. Wenn es euch gefallen hat, dann.